Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dardasha, mein Leben in der Da'wa, mit unserem geliebten Onkel Ammu Ahmed al-Khalifa. Ammu Khalifa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anfang dieses Jahres kehrte ein großer islamischer Denker zu seinem Schöpfer zurück. Die islamische Gemeinde verlor Dr. Murad Hoffmann. Wie kanntest du ihn? Der Dr. Murad Hoffmann ist zum Islam 1981 übergetreten. Ich habe es gehört, dass er bei der ersten Pilgerreise 1982, sie war die erste Pilgerreise für die deutschen Muslime, teilgenommen hatte. Ich wollte mit dieser Reise teilnehmen, mit meiner Frau zusammen, man konnte meinen Vater nicht, dann habe ich das verschoben auf das nächste Jahr. Und ich habe es bereut, dass ich mit ihm diese Reise nicht gemacht habe. Eine Persönlichkeit, ein deutscher Botschafter, war Vertreter für Deutschland in der NATO, hatte Schriften geschrieben über die Nuklearwaffen und ihre Drohungen für die Welt, ist ein friedlicher Mensch, Volljurist, dies alles, dass ich mir gewünscht habe, diesen Mann kennenzulernen, aber das Kennenlernen kam 4 Jahre später, 1985 etwa. Oh. In München, im Islamischen Zentrum in München. Er kam zu Besuch zum Bruder Ahmed von Dämpfer an dem Tag und da haben wir uns an dem Tag ihm getroffen und habe ich mich gefreut mit der Diskussion zwischen den beiden Personen. Die sind zwei große Gelehrten für mich auf jeden Fall und ich habe von beiden profitiert, von ihrem Treffen, weil ich der Schüler, der schweigt und hört und genießt, wie die Diskussion zwischen den beiden geführt ist. Kannst du dich daran erinnern, worüber sie diskutierten? Die haben diskutiert über die Lage der Muslime in Deutschland und die Zukunft des Islams und ob eine Gefahr bestünde, dass die Ereignisse der 30er Jahre sich wiederholen könnte bei den Muslimen. Das heißt, wenn die Community noch stärker wird, ihre eigene Identität noch mehr zeigt, was notwendig ist für die Gruppe, für die Mehrheit in der Gesellschaft, ob das Rezessionen aus der Seite von radikalen Gruppen jetzt mal bringen würden. Was waren deren Einschätzungen? Der Ahmed von Dämpfer dachte, wir leben in einer Phase des Leidens von dem Zweiten Weltkrieg und diese Phase ist noch nicht zu Ende. Und wenn diese Phase zu Ende gehen wird, und diesem Rausch des Krieges beendet wird, das könnte wiederholt werden. Der Murad Hoffmann war der Meinung, dass die Politik in Deutschland wird immer aufpassen, dass diese Phase nicht wiederkommt und das Vergessen nicht so schnell gehen wird. Und dass die Leute werden das nicht akzeptieren, nicht genehmigen, dass nochmal passiert. Und da waren jetzt mal zwei Positionen, die mich beschäftigt haben und die mich bis heute noch beschäftigen. Subhanallah. Diese Diskussion war 87, als ob Hanau... 85. 85. 85. 15 Jahre vor Hanau. 35 Jahre vor Hanau. Ja, bitte. Ja. Und als ob Hanau damals stattgefunden hätte. Das war schon ein großer Teil von der Diskussion zwischen den beiden. Dann haben beide auch von ihren Projekten, was sie jetzt mal schreiben möchten für die Zukunft. Und ich kannte den Murad Hoffmann durch seine beiden Titel philosophischen Weg zum Islam und die Rolle der Philosophie. Ich von meinem Studium war ich nicht der Freund der Philosophie. Techniker. Ich bin der Techniker und für mich war die Philosophie kein Weg zum Islam. Die kann ein Nebenprodukt sein
aber kein Weg sein. Und ich habe es gesagt, gut, wenn jemand seinen Weg zum Islam über die Philosophie bekommen hat, dann hat er seine Gründe. Aber für mich war es ein bisschen nicht verständlich. Bei der Diskussion zwischen den beiden über die Zukunft des Lebens habe ich verstanden, dass die Philosophie aber einen anderen Weg, eine zusätzlichen Aspekte in dem Gedanken für die Zukunft jetzt mal geben können. Und dann habe ich einen Respekt für die Philosophie bekommen an dem Tag, obwohl dass ich auch wenig über die Philosophie jetzt mal gelesen habe und gelernt habe, aber trotzdem der Respekt habe ich gewonnen in dieser Diskussion. Der Mann kann seine Argumente jetzt mal belegen durch sein juristisches Studium, mhm, durch seine Aufgabe in der NATO, durch seine Friedfertigkeit, dass er gegen die Nuklearenergie ist und Nuklearwaffen ist. Und du siehst einen Menschen, der sagt, der Friede wird kommen, muss dafür gekämpft werden. Und so war es jetzt mal seinem Einsatz. Es wird diesem Ereignisse sich nicht wiederholen, weil die Politiker haben eine große Lektion verstanden. Sie haben davon gelernt und werden eine Wiederholung nicht zulassen. Ja, richtig. So habe ich ihn verstanden. Und dann langsam hat er die neue Bücher geschrieben. Und an dem Tag haben diesmal über das Tagebuch, sein Buch ist mal Tagebuch eines deutschen Muslims. Er war gerade dabei, das zu lesen, oder? Ich glaube, er war schon fertig. Ich glaube, es war schon Anfang des Jahres beim Verlag und am Ende des Jahres war das Treffen oder zweite Hälfte des Jahres. Aber das Buch war schon da. Aber noch nicht veröffentlicht. Wenn mein Gedächtnis mich nicht diesmal im Stich lässt, es war schon veröffentlicht. Weil ich als ich das Buch in der Hand hatte, habe ich mich gefragt, warum schreibt ein Moslem seine Tagebücher? Ich habe das Buch noch nicht geöffnet, Nein, das Buch war schon veröffentlicht bei diesem Treffen, weil ich habe es, als ich das Buch gesehen habe, mich gefragt, warum ein Moslem sein Tagebuch jetzt mal veröffentlicht. Habe ich das Buch nicht gekauft an dem Tag und habe gesagt, gut, das ist seine Geheimnisse, möchte ich nicht haben. Und an dem Tag habe ich ihm gefragt, ja genau, darum war das Buch vor dem Treffen, habe ich ihm gefragt, warum sein Buch so heißt. Dann sagte er, weil die Deutschen vom Natur aus sind neugierig. Und wenn Sie den Titel lesen, Tagebuch, Sie werden das Buch kaufen und lesen. Und diesen Neugier habe ich jetzt mal angewendet und eingesetzt in dem Titel drin. Ja, genau, das Buch war vor dem Treffen. Und so hat er mich neugierig gemacht, dass ich das Buch gekauft habe. Wie war dann deine Beziehung zu ihm? Entstand daraus eine Freundschaft, eine engere Beziehung oder eher eine Bekanntschaft? Es ist eine gute Bekanntschaft. Er war für mich ein Onkel. Ich habe ihn auch als Onkel genannt. Er ist 20 Jahre älter als du ungefähr. 19, 20 Jahre. Ja, genau. 20 Jahre älter. Dann habe ich ihn als Onkel genannt und er hat es genossen. Und hat mich als Neffe auch erstmal mit mir gelächelt und Späße gemacht, wenn wir uns begegnet haben. Und das war jetzt im Zentralrat der Muslime in Deutschland. Er war ein Ehrenmitglied im Aufsichtsrat. Weil er keine Gemeinde hat, dann kamen dort nur alles Ehrenmitglieder dabei. Und ob wir uns beim Konferenzen begegnet haben, aber der war für mich der Onkel, den ich nicht gesucht habe und er hat mich auch nicht gesucht. Wir haben versucht einmal, dass wir gemeinsam etwas übersetzen oder dass ich für ihn das übersetze, aber ich habe es nicht geschafft in der Zeitvorgabe, was er mir gegeben hat. Er war total sauer. Ja. Dass ich ihm versprochen habe, innerhalb von bestimmter Zeit das zu erledigen. Als ich das nicht erledigt habe, hat er gesagt, danke, mach nicht weiter. Ich habe gesagt, ich brauche nur ein bisschen mehr Zeit. Er hat gesagt, nein. Und das war für ihn, wenn ich mein Versprechen im Buch gemacht habe, dann kann er mit mir nicht zusammenarbeiten. Das habe ich verstanden von ihm, aber unsere Freundschaft, sein Onkelgefühle, er wurde dadurch nicht verletzt. Aber Arbeit ist Arbeit. Aber die Arbeit ist Arbeit. Er konnte das unterscheiden zwischen den beiden. Es war diese gesunde Treffen. Und wenn wir zusammen saßen, dann habe ich ihn gefragt über seine Reisen. Er ist gerne in den Golfstaaten gegangen, nach Jordanien und hat große Persönlichkeiten getroffen. Alhamdulillah nach Amerika. Und ich habe ihm nach seinen Reisen und seinen Erfahrungen dort gefragt und habe ich von ihm gute Antworten bekommen. Alhamdulillah. Was denkst du, hat die
muslimische Umma in Deutschland ihm zu verdanken? Ich glaube, er hat eine Zielgruppe bei seinen Büchern erreicht, was niemand anders erreichen konnte, bis heute. Und da diese seine Erbe, sollen wir dafür jemanden finden, der das übernehmen kann. Siehst du jemanden, der potenziell in seine Fußstapfen treten könnte? Leider momentan nicht, aber ich habe es auch nicht gesucht. Ich muss suchen. Ahmed von Dämpfer hat den Islam angenommen und hat die Bücher geschrieben für die Muslime, für die Koranübersetzung, Ein Tag mit dem Propheten, Worte des Propheten, Fasten, Pilgerreise, Islam in unserer Zeit, Islam hier und heute. Das sind Alltagsfragen, was die Muslime beschäftigen. Und Ahmed von Dämpfer hat jetzt mal von seinem Studium der Geschichte diese Bücher geschrieben für heute. Seine Fähigkeit aus den islamischen Quellen und arabischen Quellen zu lesen und zu übersetzen, zu schreiben, hat ihm dabei geholfen. Und so waren die deutschen Muslime zufrieden. Die Muslime, die deutschsprachig sind, waren zufrieden. Ihr Bedarf ist schon weitgehend bedeckt und gedeckt durch Ahmed von Dämpfer, was er gemacht hat. Das Buch Ulum al-Quran, ja. Tazkiyatun Nafs, all diese Dinge waren ganz interessant für die islamische Community. Ich glaube, Ahmed von Dämpfer hatte auch etwas wie ein kleines Tagebuch geschrieben oder von seinem Leben. Ich habe das nicht mehr in Erinnerung. Marwan hat uns das damals mal gezeigt. Aber das war auch, glaube ich, wie du gesagt hast, gerichtet auf die Muslime. Sei es die Muslime der zweiten Generation, wir, die deutschsprachig aufgewachsen sind oder Neukonvertierte. Und hat auch Antworten gegeben für die deutsche Gesellschaft über den Islam heute. Der Murat Hoffmann geht von dem Islam heute für den Islam in der Zukunft. Da ist eine Fortsetzung für das Leben, für seinen als Denker, als Vordenker für die Zukunft. Ob das der Islam als Alternative, Islam im dritten Jahrtausend, die Beziehung der Muslime zu der freiheitlichen, demokratischen Rechtsordnung. Es ist jetzt mal etwas für die Zukunft, für die Muslime zukunftsweisend, das Leben der Muslime in Deutschland, Integration, Assimilation, Einbürgerung, der Islam in Deutschland einheimisch zu machen. Solche Themen hat er jetzt mal genommen. Und er kam auch manchmal im Clinch mit den Politikern, mit dem politischen Denken in der Gesellschaft, dass das so falsch ist. So wird das die Gesellschaft nicht helfen. Ob das mit dem Drogenkonsum, mit dem Alkoholkonsum, da hat kein anderer Moslem darüber gesprochen, dass hier in der Gesellschaft eine Krankheit gibt und der Islam gibt es eine Lösung und die Politik scheut sich, diese Lösung in der Gesellschaft anzuwenden. Mit diesen klaren Wörtern habe ich von niemand anders das gehört, außer wenn man nur als Populismus verwendet. Aber den Murat Hoffmann hat das als verantwortlicher Mensch in einem bestimmten friedlicher Ton verwendet mit den Leuten, was ihm auch nicht ganz beliebt gemacht hatte. Auf beide Seiten hat man ihn nicht immer richtig verstanden. Nicht muslimische Seite, selbstverständlich. Wurde er sehr missverstanden? Ja. Wenn man sagt, ich spreche mit jemandem, der Alkohol trinkt und sage ihm, das ist schadend für dich, die nicht muslimische Seite sieht hier mal eine Gefahr für die Wirtschaft, Gefahr für den Genuss, Gefahr für die Freiheit. Die muslimische Seite sagt, man darf darüber nicht sprechen. Es ist haram, es ist verboten und aus. Warum sollst du jetzt mal mit den Leuten darüber philosophieren? Deine philosophischen Wege eignen sich nicht hier beim Halal und Haram. Halal und Haram sind Dogmas, muss man jetzt mal so erreichen und erfüllen, wie die sind. Und so wurde er nicht beliebt von beiden Seiten. Als Botschafter hat er auch erzählt, wie er gelitten hatte. Er war Botschafter in Algerien, dann Botschafter in Marokko. In seiner Zeit in Algerien sprach er, dass er mit seiner Frau immer für alle Mitarbeiter der Botschaft Geschenke zum Weihnachten, zum Ostern persönlich gekauft hat und eingepackt hatte. Für Mitarbeiter, deren Partner und Kinder, alle, die in Algerien dort leben, haben von ihm zweimal im Jahr Geschenke bekommen. Er hat gesagt, das hat mir eine Freude gemacht, dass ich den Leuten jetzt mal zeige, welche innige Beziehung ich mit denen habe. Und ich habe es gehofft in der Fremde, dass das für denen ein Ersatz für die Heimat wird.
Aber die haben alle gespürt, dass der Ramadan kommt und ich als Moslem faste. Und dann kommt der Eid und die merken alle, dass Eid da ist. Also beim Opferfest habe ich auch meinen Eid, wie die algerische Gesellschaft, dass wir Eid feiern. Ich habe es niemals während der 2 Jahre von irgendjemand ein Glückwunschwort bekommen. Das hat Schmerzen gemacht. Das mindestens das Entgegenkommen durch nach einem Geschenk, was gepackt ist, eine Postkarte oder ein Wort oder ein Anruf, kommt überhaupt nichts zurück. Ich habe mich als Botschafter in meiner Arbeit als fremder Mensch, ich war die Minderheit, obwohl dass ich jetzt mal der Chef bin von der Institution. Das kam jetzt mal danach, dass einer von den Mitarbeitern hat eine Klage geschickt nach Bonn damals und hat gesagt, dass der Botschafter macht Unterschied zwischen den christlichen und muslimischen Mitarbeitern der Botschaft, weil der muslimischen Mitarbeiter wie der Fahrer kommt im Ramadan später erst ab 9 Uhr und wir sind jetzt mal ab 8 Uhr in der Botschaft, dass er einen Brief von dem Außenministerium bekommen hatte. Und wenn ich mich richtig erinnere, er wurde eingeladen, nach Bonn zu reisen, damit diese Sache geklärt wird. Er hatte gesagt, liebe Leute, wir haben bestimmte Arbeitszeiten, wie viele Stunden am Tag, und mein Fahrer arbeitet wie alle anderen die gleiche Zeit. Aber er ist ein Moslem, der in der Nacht erst zum Essen bekommen kann, in der Früh muss auch einmal aufstehen für seinen Suhur. Er betet die ganze Nacht, ich gönne ihm noch eine Stunde länger zum Schlafen, aber diese Stunde arbeitet er am Schluss noch weiter. Und warum sprechen die nur, dass er eine Stunde später kommt und sagen nicht, dass er eine Stunde länger bleibt bei der Arbeit? Das war die Entschuldigung, war die Erklärung von seiner Seite. Dann hat er auch gesprochen von einem anderen Fall, dass in der Botschaft gibt es viele Sekretärinnen dabei und von verschiedenen Ministerien. Vom Innenministerium gibt es jemanden dort, von dem Wirtschaftsministerium, von dem Verteidigungsministerium gibt es immer ein Attaché. Und der von dem Wirtschaftsministerium hatte Depressionen gehabt und war schon total einsam. Und der Mann kam zur Behandlung nach Deutschland mehrmals. Irgendwann hat er sich das Leben genommen. Und da war jetzt mal ein Komplott in der Botschaft, dass dieser Mann wurde missachtet, wurde beschimpft von der Botschaft und ist mitschuldig an diesem Todfall. Und er sollte sich nochmal wieder verteidigen durch ärztliche Dokumente, durch die Familie von dem Toten, dass sie sagen, nein, unserem Sohn war krank vorher. Und seine Frau hat bestätigt, mein Mann war krank vorher. Dass er sich das Leben genommen hat, einen Selbstmord gemacht hat, ist nicht, dass der Botschafter ihn falsch behandelt hatte, sondern unser Sohn war immer gefährdet. Und der Botschafter hat 2-mal uns empfohlen, dass wir ihn nach Hause zurückholen, weil er dort mehr gefährdet ist als hier in der Heimat. Und wir haben mit dem Außenministerium gesprochen, mit dem Wirtschaftsministerium und niemand hat uns dabei geholfen. Und der Sohn ist gestorben, aber nicht der Botschafter ist schuldig daran. Seine Verteidigung war die Familie des Toten. So hat der Mann seinem Amt jetzt mal geführt, bis er sein Buch geschrieben hatte, der Islam als Alternativ. Dann war eine Bombe, ist geplatzt im Außenministerium und in der deutschen Presse. Da war ein großes Problem. In einer Minute ein Appell an die kommende Generation, die Zukunft der Dawa in Deutschland. Wir haben Ahmed von Denver und wir haben Murat Hoffmann, die den Weg für diese Generation auch geebnet haben, die Opfer aufgenommen haben, damit wir jetzt einen Islam leben können, den wir haben. Was lernen wir vom Leben dieser beiden Menschen und von deren Werke? Und wie können wir ihr Werk und ihre Legacy fortführen? Beide haben ein großes, tieferes Wissen sich angeeignet. Und das ist der Weg zum Schuss, für den Weg, dass man nicht sich irrt auf dem islamischen Weg. Auch der Glaube, Allah sagt subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Dann wisse, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Das heißt, durch das Wissen schützen wir uns vor dem Irrwege
Und wir können, egal was von einem Wissen wir uns aneignen, ob das Geschichte auf einer Seite oder Politik auf der anderen Seite, ob das Vergangenheit oder Zukunft weisen, die Community wird davon verdienen, viel verdienen. Mein Appell an meinen Geschwistern, nicht so viel Zeit verlieren, sondern mehr Wissen sich aneignen. Und jedes Wissen führt uns, inshallah, zum geraden Weg. Wie Ali ibn Abi Talib gesagt hatte, wir haben das Wissen gelernt und uns angeeignet für unsere Ziele, aber das Wissen hat es abgelehnt. Er wollte sich für den Dienst zu Allah subhanahu wa ta'ala aneignen lassen. Das heißt, wenn wir für den Beruf das Wissen holen, wenn wir das Wissen für unsere Familie holen, das wird auch für den islamischen Community zunutze kommen, früher oder später, inshallah. Beide waren ein großer Wissenden und Wissenschaftler, die wir jetzt mal genossen haben, alhamdulillah. Mit diesen Worten, Namu Khalifa, beenden wir die heutige Folge. An die nächste Generation und an mich an erster Stelle, von eurem Onkel Amu Ahmed al-Khalifa. Eignet euch das Wissen an, lernt, bildet euch aus, vertieft euer Wissen, denn das Wissen wird euch letztendlich zu Allah, dem Erhabenen, führen. Das war's von uns für heute. Seid morgen mit dabei, wenn es dann wieder heißt, Dardasha, mein Leben in der Da'wa, mit unserem geliebten Onkel Amu Ahmed al-Khalifa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.